Und wir legen los mit dem dritten Teil. Wir warten gerade auf den Wagen, aus dem irgendwelche wichtigen oder gefährlichen Leute aussteigen sollen. Oder beides. Wichtige, gefährliche Leute sind sowieso die schlimmsten. So ein Fabletown-Oligarch. Okay. Oh nein, meine zwei besten Freunde. Und wahrscheinlich ist Bluebeard jetzt auch bei dem. Die sind in Wirklichkeit Hi. Best Friends. What you got there? Wer bist du denn? Hat die Alte meine Friese geklaut? Look, it's recently come under our attention that you're, how shall I put this, attempting to claim what is the personal property of the Crooked Man. He's about yay high, 120 odd pounds, pissed his sheets until he was 14. Sound familiar? I haven't told him anything. Kopftuch oder Haare? Shh. Und wieso hat sie meine Frisur? The grown-ups are talking. Guys, wer bist who du are überhaupt? You? No, 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 no. That's not how this works. How this oh works nein, die is so ein Soziopath. You're going to walk Crane over here, like a good doggy. Whoa! Shut up. You're interfering with official Fabletown business. Oh, Snowzone regelt man das nicht. Tweedledee, what's the, you know, that thing the Mundys call me? What? My nickname. You know what I'm talking about. Bloody Mary? Bloody Mary, that's it. Thank you. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathrooms and say my name 5 times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. Oh. And I do that for a hobby. Like golf, to relax. This is my job. I like my job. This was really the wrong day to try and pull this shit. I told you he'd never just give him up. Wieso hab ich eigentlich keine Waffe? Hab ich eine Waffe? Aber irgendwie ist die auch krass. Ich glaube, ich cosplay die. Fuck it. Seid ihr dafür? Ich bin dafür, wir machen eine Abstimmung. Wer so weit geguckt hat... Wow, darf auf jeden Fall mit Abstimmung gehen. Da die... Ey, ey, ich bin noch ausgewichen. Ist das euer Ernst? War das beabsichtigt? Wieso kommt denn nicht ein Du bist tot Screen? Oh oh. Oh oh. Ah oh, ich soll weiter drücken, steht da. Ich glaube, das soll einfach dramatisch sein. Weil ich jetzt voll zum Monster werde. Okay, okay. Boah, geil. So, du nervst mich sowieso schon die ganze Zeit. Erstmal. Nochmal? Ich glaube, das reicht. Ich will ihn ja nicht umbringen. Okay, den nächsten. Am Ende heißt es, ich bin der Killer-Sheriff. Ach, das heißt es doch sowieso schon. Aber Bloody Mary freut sich. Ich glaube, sie mag mich. Scheiß auf den Ball. Fuck you.
Nein, wir bringen keine Leute. Du nervst mich höllisch, Junge, und ich würde dich am liebsten in diesem Spiel killen. Ups. Ich hab mein Bestes getan. Was? Oh, sag mir bitte, dass das keine Silberkugel war oder so. But, you know, we just didn't know when to end. Whoa! Oh, wisst ihr, mit wem die richtig gut zusammenpassen würde? Mit dem Typen aus Far Cry. Mit dem verrückten Creep von der Insel. Ich meine, die würden ein großartiges Paar abgeben. Right, Wolfie? I mean, hey, look, I know it sounds ridiculous, but really, guys, can you argue with these results? Because I know I can't. Was soll ich denn tun? Ich drück doch Q. Stop. Just take him, okay? Take Crane. Just stop, please. Yeah, I don't know. Just get out of here. Okay, und jetzt sehen wir wahrscheinlich den Master Chief hinter dem. Ist das Stalin? Das ist Stalin. It's your lucky day, kid. The crooked man says it's okay with him. Zählt er als Märchenfigur? Hello, Ichabod. Das war jetzt mal ohne Witz, ne? Der sah von der Seite echt so aus. Oh. Oh, and just between us girls, Crane ain't no killer. Das wird ja ein großartiger Teil. Stick a pig if his life depended. Kinda like your boyfriend here. Too pussy to ruin a Tweedle's day. Well, this oh, nein. A beautiful relationship we have. Wir fallen so viele Schimpfwörter ein. I'm jazzed about it. Out with the old, in with the new. Ich krieg dich noch, du dreckiges Stück. I'm sure we'll be in touch. See you around. Los, verpiss dich. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was war das denn für ein Teil, ey? Eine verrückte Soziopathin, die meine Friese geklaut hat und für Stalin arbeitet. Und mein Arm ist gebrochen. Ich soll mir doch meine Arme nicht so zerstören. Und ich glaube, das ist nämlich diesmal der linke Arm gewesen. Und ich habe schon den rechten Arm kaputt und jetzt haben die mir den linken gebrochen. Wo soll das hinführen? Wo soll das alles hinführen? He's lucky to be alive. He won't be next time if he keeps going like this. Genau das dachte ich mir halt. This is getting worse by the minute. We don't have time to sit around and wait for their next move. I'll get things under control. Woody, I'm not gonna tell you again. Back off, dog. This doesn't concern you. What do you want to talk about? I just wanted to, about last night. After what they did to you, are you even gonna be able to stop them? Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't no, want mein Schweinchen it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point, do you? Ja, es bleibt spannend, aber wie es eben so ist, werden wir bestimmt jetzt ein, zwei Monate darauf warten müssen, den nächsten Teil zu sehen. Glücklicherweise kommt ja vorher nochmal Walking Dead bestimmt ein Teilchen raus, das heißt, wir sehen uns spätestens da wieder oder einfach nächste Woche bei irgendeinem anderen Spiel.
Ja, ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine super schöne Zeit. Wir können ja nochmal schauen, wie Mainstream meine Entscheidungen waren. Ich habe beschlossen, Snow nicht zu unterbrechen. Ja, das fand ich war eine gute Entscheidung. So, tatsächlich sind auch 39% zu ihm zuerst gegangen und dann zu Holly. Also war ich da ziemlich Mainstream. Kein Deal mit Jack, da war ich... Ey, ich war voll Mainstream-Girl diesmal. Guck sich das einer an. Ich war immer im Durchschnitt drin. Na gut, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das heißt ja nicht, dass meine Entscheidungen falsch waren. Vielleicht heißt das einfach, dass die Welt gelernt hat, richtige Entscheidungen zu treffen. So wie ich. Ich hoffe, ihr trefft auch die richtige Entscheidung und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich ein Let's Play mache. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag oder eine Woche. Macht's gut und tschüss.